Wir sind um 15.15 Uhr alarmiert worden zu einem Baugrubenunglück. Dort sind bei Kanalbauarbeiten Erdrutsche entstanden und dadurch ist ein Bauarbeiter verschüttet worden. Vorgefunden haben wir den Bauarbeiter verschüttet bis zu den Schultern. Also nur noch der Kopf guckte raus und wir haben dann mit Händen angefangen, die Erdmassen beiseite zu schaffen und anschließend mit Schaufeln weitergegraben, bis dass er halt komplett befreit war. Anschließend wurde die Baugrube gesichert und abgestützt, um unsere eigenen Einsatzkräfte zu schützen und dann weitere Ausgrabungen mit Schippen, bis dass dann der Bauarbeiter befreit war. Der Hubschrauber ist angefordert worden, um den Patienten schonend ins Krankenhaus zu bringen. Der wird jetzt noch geflogen, weil nicht auszuschließen ist, dass er schwer verletzt ist. Das ist kein alltäglicher Einsatz, das ist richtig, aber wir sind auch auf solche Eventualitäten vorbereitet. Auch solche Einsätze werden regelmäßig trainiert, dass wir auch dann schnell Hilfe leisten können. Die Feuerwehr Frönnberg war mit 50 Mann hier im Einsatz. Ja, mach mal Schicki. Der kleine mit dem Feuer. Hör auf, ich glaube.